Hallo und willkommen zurück zu Diablo. Ja, wir werden jetzt uns mal wieder weiter um die Hölle kümmern und mal schauen, ob wir eventuell diesen Warlord of Blood finden und Fleshdoom. Aber vorher wollte ich einmal vergleichen sozusagen, was diese beiden Rüstungen tun, denn eigentlich dachte ich kurz, okay, wir behalten die wegen 6 zu allen Attributen. Aber wenn man jetzt mal schaut, dann ist das gar nicht so viel, was man da im Prinzip verliert, wenn man die andere verwendet. Und wir haben einfach viel mehr Rüstungsklasse. Außerdem haben wir am Ende dann Spell Level plus 1. Also alle Spells sind besser und das ist ja eigentlich ganz gut. Bis auf, dass ich dann nicht mehr so schön aussehe, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Das heißt, ich hebe sozusagen die andere nochmal auf. Wer weiß, wann man die nochmal gebrauchen kann. Aber wir nehmen erstmal die. So. Dann wollen wir uns mal wieder runterbegeben. Ich habe das Portal hier offen gelassen. Was habe ich eigentlich in dieser Truhe drin? Habe ich da überhaupt noch irgendwas drin? Oh ja, Tränke. Okay. Na gut. Muss ich vielleicht nochmal durchgucken, was da sonst noch so drin liegt. Ich glaube, da habe ich mal irgendwann Trash eingesammelt. Als wir unten in Horizons Ebene waren. So. Sehr interessant. Ich habe übrigens mein Inventar mal ein bisschen leerer gemacht, weil wir finden hier eh sehr viele Tränke. Und ich denke mal, dass wir momentan nicht so viele mittragen müssen. Kriegen dann einfach mehr unter. Hoffe ich zumindest. Falls das sich als Fehlschluss erweisen sollte, dann kann ich ja immer noch mehr holen. Light Belt. Nehmen wir mal mit. Ich hoffe übrigens auf einen dickeren Gürtel. Momentan habe ich den. Ich habe jetzt bei Griswold mal geguckt, aber der hat zwar größere, nur nichts Blaues. Und das hier macht zu Vitality, also auch was, was wir brauchen. Das will ich durchaus erstmal behalten. Und deswegen lassen wir das erstmal so. Ja, die Cloak nehmen wir mit. Können wir immer noch wegschmeißen. Da. Okay, da ist der Bloodlord, würde ich sagen. Okay, wir brauchen Skelette. Skelette, die uns beschützen. So. Warlord of Blood. Tausende Jahre hat er hier verbracht, um jetzt von uns gekillt zu werden. Hoffe ich. Natürlich kannst du das jetzt schon casten. So. Wir brauchen mehr Skelette, Skelette, Skelette. Noch lebt er. Erschreckenderweise. Ja. Oh Gott. I cannot cast that. Geh weg. I cannot cast that. Verdammt, der frisst meine Skelette. I cannot cast that. Zum Frühstück. Kleine taktische Flucht. Mit ein paar Skeletten, die ich hinterlasse. Ah, der macht auch noch so ein Zoom da drauf. Die Skelette kommen hier gerade nicht schnell genug hoch. Ich hole mir noch ein paar Zombies dazu. Oh, ich kann gar nicht so schnell die Skelette pumpen, wie der die wieder platt macht. So. Muss mal irgendwie wieder hier alles voll machen. Okay. Das ist einer der härteren Kämpfe offensichtlich. Shit. Ah, ich will hier nicht sterben. Deswegen war ich hier zu. Oh nein, da ist ja noch mehr von diesem Mist. Ja, ist gut. Leichte Stresssituation. Ich muss den jetzt endlich killen. Ha! Wir haben ihn.
So, sorry für die Stille, aber ich war sehr beschäftigt. Ich musste mich darum kümmern, genug Monster herzustellen, um den zu besiegen. Er hat gelbe Sachen fallen lassen. Unik wäre mir zwar lieber, aber gelbe Sachen sind auch manchmal fantastisch. Die sind ja mit Beelzebub gekommen und man kann echt sagen, das ist eine gute Erweiterung. Wir haben ihn und seine ganzen Monster auch. Jetzt würde ich ihn ja eigentlich gerne wiederbeleben. Für mich. Aber leider kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. So, wir müssen jetzt mal eben auf unser Inventar gucken. Mein Aufräumen von Mana-Tränken wäre uns beinahe zum Verhängnis geworden. Aber ich denke mal, ist noch alles in Ordnung. Finden wir alles wieder. Können wir wieder auffüllen. Auf jeden Fall ist das Inventar jetzt mal schön leer. Ist auch mal was. Okay, ich räume das mal so hin. Dann können wir immer was nachtrinken. Wenn wir so ein Chaos-Trinken machen müssen. Das schauen wir uns gleich mal an, was wir da gefunden haben. Bin noch ganz aufgeregt. Und ja, hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt so schnell schon begegnen, aber der hat offensichtlich den Ausgang bewacht. Zu dem Abgang. Eine Ebene tiefer. Und hier ist dann sozusagen auch die Armory, wo die ganzen Sachen drin sind, aber tolle Sachen sind es jetzt nicht. Also er hatte die cooleren Sachen. Naja, dafür, dass der 1000 Jahre trainiert hat, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Allerdings war er auch tatsächlich einer der härteren Gegner. Wobei jetzt nicht persönlich, sondern es war eher schwierig, das Ganze dann zu managen. Vom Management der Kreaturen. Da hatte ich schon Gegner, die mir auch einfach mehr Schaden gemacht haben, aber vielleicht war das auch einfach eben Glück. So. Außerdem komme ich ja ab und an nicht so häufig dazu, Diablo zu spielen. Und dann habe ich immer wieder Probleme, so ein bisschen das Ganze zu organisieren. Und weiß nicht so ganz genau aus dem Kopf, wo meine Spills sind. So, ist jetzt eventuell... Das hier war ja vorher zu. Genau, stimmt. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem schlechten Dagger. Oder Saber. Gehen wir nochmal weiter. Das Level ist auf jeden Fall noch größer. Wir haben ja nur einen ganz kleinen Bereich von dem Level bis jetzt gesehen. Aber es ist ziemlich leer. Hier geht's hoch. Oh, da liegt wer Totes. Der hat nichts. Schade. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Kleiner Säurehund. Ja, die Massen wie in den Caves sind hier jetzt bis jetzt nicht, aber das ist ganz gut. Das ist mal ein bisschen taktischer vielleicht. Mal gucken, wie weit uns die Taktik noch bei Diablo bringen wird. Ich befürchte ja das Schlimmste. Flash, du, klar. Natürlich. Gerade jetzt, wo ich kaum noch Tränke habe, kommt er sehr gut. Ja, immun ist er nicht dagegen. So, kurzer Prozess. Und da ist Shadowfang. Die Klinge von Flash Doom. Fantastisch. Sehr gut. Zwei fette Bosse hier in diesem Level. Sehr ereignisreich. Kein extra Level. I do not want that. Aber natürlich möchte ich das. Wie kann er einfach für mich entscheiden, dass er das nicht möchte? Das ist doch doof. Ich möchte definitiv Shadowfang mitnehmen, also... Insofern... I want that. Müssen wir gleich mal in die Stadt gehen und gucken, warum wir das nicht wollen. So. Dann machen wir mal ein Portal auf und gehen eben in die Stadt. Und schauen mal. Das hat uns ja Tremaine gegeben, die Aufgabe. Gucken, was er sagt. Fleshdom's demise is a great good to the world, yet Shadowfang remains. It must be found and destroyed. Do not attempt to use the Demon Blade, champion. It will corrupt and madden any mortal who wields it. I alone can end its dark evil. Ja, also es ist sehr gut, dass wir Shadowfang besiegt haben. Fleshdom besiegt haben. Für die ganze Welt und vor allen Dingen auch für Tristram. Aber Shadowfang liegt da unten noch.
und muss zerstört werden. Ja, wir sollen es besorgen. Hätten wir ja eben auch schon mitnehmen können, aber gut. Offensichtlich wollte mein Charakter das nicht. Das heißt, wir holen es gleich mal schauen, was Ken jetzt sagt. Stay a while and listen. The priest Tremaine is a holy man from an ancient order. Their dealings with the evil forces at work are well respected and well documented. I too have heard legends that speak of the cursed demon blade called Shadow Fang. Ich glaube, das ist genau der gleiche Text, den er vorhin auch schon gesagt hat, aber es ist nochmal eine Zusatzinfo, dass der Priester da äußerst kompetent ist in der Zerstörung und er sagt, er ist ja auch der Einzige, der es zerstören kann. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt mitnehmen dürfen. I can see why they fear this weapon. Ich möchte gleich mal Quest-Item. Okay, also es hat keine Werte. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Ich belasse Shadowfang nochmal ein bisschen im Inventar und bringe das mal eben zur Stadt. Weil ich, bevor ich das abgebe, auf jeden Fall einmal testen möchte, ob wir sozusagen das doch benutzen können. Aber wenn dabei irgendwas passiert, dann möchte ich den Spielstand wiederherstellen können, damit ich nicht sozusagen das, was wir hier gemacht haben, live nochmal machen muss, nochmal da durchlaufen müssen. Allerdings möchte ich auch dann wieder runter, jetzt direkt. Und deswegen möchte ich das erstmal da reinpacken. So, wir nehmen mal wieder ein bisschen Mana mit und Leben. Das hier packen wir hier hin. Packen wir mal das Mana hier rein. So, und ein wenig Leben. Ich denke mal, so reicht. Okay, wieder hinab. Vielleicht mal den Rest fertig machen von dem Level, damit ich das eben nicht nochmal machen muss. Achso, wir sollten reparieren, sehe ich hier unten. Das Symbol sieht man ja sehr selten bei mir, weil ich bis jetzt immer ganz gut dabei war, das zu reparieren. Allerdings ist die Rüstung schon kaputt gewesen. Also müssen wir die natürlich auch reparieren. Gibt's eventuell einen schönen Gürtel? Nein. Diese Gürtel haben halt einen Platz mehr. Aber es gibt keinen, der coole Items-Stats hat. So. Dann hinab. Machen wir den Rest mal fertig. Und dann werde ich einen Cut machen und wir testen beim nächsten Mal sozusagen, ob wir Shadowfang selber benutzen dürfen. Und was dann passiert. Oh, die gehört nicht zu uns. Stelle ich gerade fest. So. Immer diese Störung. Ja, Shadowfang. Nein, vielmehr Flashdoom. Ich nenne Flashdoom über Shadowfang, warum auch immer. Flashdoom hat ja auch ziemlich durch unsere Monster durchgerissen, aber dadurch, dass er gegen Blitze offensichtlich nicht so gut immun war, konnten wir ihn ganz gut besiegen. Zum Glück. Ich hatte nicht mehr viel Mana, also es wäre beinahe knapp geworden. Jo, klar. Mana Potion. Eine simple Mana Potion. Ohne alles? Naja, gut. Muss es auch geben. Was liegt hier? Ein Buddy. Oh, mit einem gelben Skimitar. So, das Level hat aber immer noch einen großen Bereich da hinten. Und da werden wir jetzt mal schauen. Überall liegen hier übrigens diese nett angerichteten Leichen rum. So sieht das halt aus in der Hölle. Wenn man später bei Diablo 2 in der Hölle ist, dann bewegen die sich ja auch noch ein bisschen. Das sind sozusagen die gequälten Seelen, aber hier sind sie halt einfach nur aufgespießt. Was war hier? Also das ist schon wieder so ein typischer Punkt. Na ja gut, okay, der ist jetzt gefüllt mit so einer Lava, aber normalerweise würde ich sagen, okay, das ist wahrscheinlich was, wo jemand drin ist. So, gehen wir mal weiter. Hier noch... Ja, gegen Blitze kommen die gar nicht klar. Das ist gut. Ich denke, Blitze sind auch das, was wir jetzt hier primär nutzen würden. Oh, bleib doch stehen. Jetzt ist er angekesselt. Aha. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß zwar nicht, wie unser Golem jetzt noch um die Ecke gekommen ist, aber er hat sich gerade selber gehimmelt. Not enough mana, not enough mana. Jetzt fällt hier natürlich kein Mana mehr runter. Klar. Book of Mind Maze.
Okay. Habe ich bis jetzt nicht groß benutzt, ehrlich gesagt. Habe ich, glaube ich, aber noch nicht so viele von gefunden. Kann man hier auf jeden Fall noch lernen. Machen wir auch gleich mal. Ich werde jetzt die Folge überstrecken. Was war das? Irgendwas hat er gerade gesagt. Was habe ich denn eingesammelt? Gut, Mindmaze können wir nicht mehr lernen. Und gehen dann mal weiter. Ich dachte, er hätte gerade irgendwas gesagt. Wahrscheinlich irgendwas wie I cannot carry this oder sowas in der Richtung. So. Ja, langer Gang. Okay. Wenn so ein Level schon so aufgebaut ist mit so einem langen Gang, kann das natürlich auch was Schlechtes bedeuten. Nämlich, dass noch ein Boss kommt. Mal gucken, was wir hier noch so vorfinden. Da liegt auf jeden Fall wieder eine Leiche. Naja, von diesen Vollidioten. So, hier haben wir nichts vergessen. Scroll of Guardian kann da gerne liegen bleiben. So, zwei auf einen Streich. Gut. Ah, ich muss mit dem Mana jetzt vorsichtig umgehen, weil jetzt habe ich ja kaum noch welches. Nur ein ganz bisschen. Drücken wir mal das. Oh, das war gut. Mindmaze können wir leider, wie gesagt, nicht lernen. Das heißt, es verbraucht Inventarplatz. Also müssen wir gleich nochmal aufräumen. Beziehungsweise ein bisschen sortieren. Wenn wir noch was Gutes finden, dann. Oh, ja. Hier ist ein Unique Monster. Ah, nicht getroffen, richtig, okay. Da ist er down. Aber meine Skelette haben das gut gehalten. Da vorne. Immer sehr kritisch, wenn bei einem Necromancer dann die Skelette es nicht mehr halten. Das ist dann eher blöd. So, ich nutze jetzt gerade mal das hier. Um uns ein bisschen den Rücken frei zu halten. Und wir holen mal wieder unseren Golem. Ja, dieses Mal habe ich jetzt ineffizient verwendet, aber gut. Ah, okay, kriegst du es nicht mehr unter, ne? So, das hat ein bisschen Leben gebracht. Ja, das mal hier hin, dahin. Kriegen wir nämlich auch die Axt unter. Und so. Ich glaube, wir sind hier leicht durch. Hier sind noch ein paar Monster. Nutz jetzt mal das. Das macht das Level schön hell. Sieht man ein bisschen mehr. Ich kann ja auch mal hauen. Auch eine Variante. Soll sich der Golem drum kümmern. Quatsch. Guardian. Nein, nein. Nicht verbrennen. Säure brennen. Meine Güte. Wie man hier belästigt wird. Da ist ein gelbes Schild. Wir haben ja noch so ein ziemlich schlechtes. Dafür schmeiße ich jetzt erstmal das runter. Wir nehmen das mit. Wie gesagt, ich sammle dann danach eh nochmal alles auf. Dann gucken wir mal. So, hier könnten wir mal wieder ein bisschen aufräumen. Klappt das mit dem auf? Okay. Und den packen wir hinten noch rein. Truhe nicht vergessen. Ich neige ja dazu. Healing Potion. Das ist, ja, okay. Eine kleine. Brauchen wir eigentlich nicht. Fire Protection. Na, warum nicht? Na, wir fürchten Feuer nicht länger. Gefürchtet haben wir es noch nie. Geschadet hat es uns schon immer. So, hier scheint auch nichts mehr zu sein. Bis auf eine Tonne und ein paar Truhen. Mit potenziell sehr wertvollen Dingen. Ah ja, hier wäre dann im Endeffekt der Aufgang zu Level 12. Aber wir sind ja über die Stadt reingekommen.
Natürlich hast du Platz. Ist nur schlecht organisiert. So. Geld nehmen wir natürlich mit. Okay, wir können diese Mana-Potion eigentlich mal nehmen und trinken. Gut, hier waren wir schon und dann gehe ich mal wieder da hinten lang, weil dieser Bereich hier, der ist noch frei. Und wie gesagt, ich überstrecke jetzt die Folge bis zum geht nicht mehr. Oh, ja, genau ins Inventar und zwar hierhin. Ah, wobei, wir haben jetzt 20 Minuten. Dann machen wir das doch wie folgt. Ich mache hier den Cut und dann machen wir den Rest. Vielleicht wird es dann noch kurz. Und dann werde ich danach sozusagen die Geschichte machen mit dem Flashdoom. So, ich mache hier den Cut und wir gehen direkt danach hier weiter vor. Bis dann. Tschüss.